Moin Leute und willkommen zum ersten FeeDBs Adventure Map Let's Play von mir. Wir sind hier auf der offiziellen FeeDBs Adventure Map und schauen die uns mal an. Ich habe sie mir vorher schon angeschaut, aber das will ich ja jetzt mal mit euch machen. Hier ist leider nichts drin. Dürfen wir uns auch nicht nehmen. Wir dürfen nämlich nur das hier nehmen. Holen wir uns später noch ab. Denn vorher gehen wir mal zu den Regeln. So, wir dürfen ja nichts aus dem Spawn hier zerstören. Und wir dürfen von dem Biest, der Pyramide, dem Monument da hinten, nichts zerstören und nur Fackeln und Fackeln und Kabel holen. Wenn wir sterben mit unseren Sachen, die wir am Anfang haben, dann können wir hierher gehen. Muss 5 Minuten hier drauf stellen und dann taucht in dieser Alchemical Chest unser Startinventar wieder auf. So. Dann sieht man mal, was das für Technik dahinter steckt. Oh, ich muss mich jetzt mal auf Skype beschäftigt stellen. So. Dann gehen wir jetzt mal und besuchen unsere Adventure Map. Oh mein Gott, ein Countdown. Nein, nein. Oh, oh. Ah. So. Da sind wir nun. Und müssen den Wasserfall herablassen. Dann warten wir ein bisschen, bis der Wasserfall unten angekommen ist. Denn dort ist noch eine Kleinigkeit, die wir brauchen. In der Zeit stelle ich die Geräusche mal ein bisschen zurück, denn Wasser ist noch ziemlich nervig hier. Und leider können wir nur den Wasserfahrstuhl hier benutzen. Naja, Geronimo. Ich bin dumm. So viel zu Geronimo. Naja, wir respawnen hier oben. Haben ja nichts dabei gehabt. Also, auf ein neues. Hoffentlich ist jetzt mal das Wasser unten angekommen. Hier ist leider noch nicht. Das ist noch nicht. Da unten. Was könnte das sein? Ja, da ist ein Bedrock. Was könnte das sein? Ich denke mal, das könnte ein Netherportal sein. Okay, zweiter Fail in dieser Runde. Das ist nur eine Aufnahme. So. Normalerweise müsste jetzt oben links an meiner Karte ein Timer erscheinen, wo ihr meine Spielzeit sehen könnt, wo ich hier zocke. Den seht ihr bei euch, wenn ihr diese Map installiert. Download Link in der Beschreibung. Aber ich habe diesen ausgestellt, denn ich brauche den eigentlich nicht und das nervt mich, wenn die ganze Zeit oben eine Zahl hochläuft, also halt ein Timer an ist. Das nervt eigentlich nur. Daher habe ich den Vorsatz ausgemacht. Zweiter, dritter Versuch. So, jetzt aufpassen, sneaken. Denn. Was ist hier los? Oh, hier steht das letzte Skelett. Sand. Und hier ist noch ein Alchemical Chest. Müssen wir uns noch später holen. Schaffen wir jetzt aber nicht. Denn darunter ist ja nur leere. So, dann gehen wir hier raus. Dort. Und hier. Dann. Wir haben einen Cobblestone-Generator erschaffen. Fail.
schlau. Ja, logisch. Ich habe nämlich letzten Moment noch gemerkt, dass das hier nicht unser Lava war. Fahren wir jetzt erstmal ein bisschen Cobblestone. Das nervt jetzt aber. Lava soll mit hier rüberfließen. Aber auf keinen Fall reichen. Deshalb Kabelfarben und Kabelfarben und Kabelfarben. Wenn es so langweilig ist, der kann ein paar Minuten vorspulen. Eine Minute wird es mindestens 32 Steine für anfangen, würde ich mal behaupten. Das hier verbrennt die ganze Zeit. Jetzt geht's doch. So, wenn wir 32 Kabel haben, dann schwimmen wir wieder nach oben und werden uns erstmal eine kleine Plattform bauen, damit wir das mal sehen. Machen wir. Ja, sehr logische Argumentation. Da, da. So, ich bin natürlich jetzt erstmal sehr schweigsam, denn bei Cobblestone-Farmen kann man nicht sehr viel reden. Und da sieht man schon mal das Monument, das Biest, was wir nachher füttern müssen. Zum Schluss will es HV-Solar, Queries, Tränke, alle möglichen Zeug, alles mögliche Zeug, was wir haben. Und das wird uns noch viel, viel Ärger machen. Aber erstmal schauen. Unten sind wir für 40 ungefähr. So, und da oben sind wir für 190. Das heißt, wir müssen noch ein kleines bisschen. So. Und für den, der diese Adventure Map spielen will, in der Beschreibung kann man eigentlich diese Map gar nicht reinpacken. Denn ihr müsst einen offiziellen Minecraft-Account haben, also einen gekauften Account. Müsst euch Feed the Beast runterladen. Dann auf dem Pack Feed the Beast Retro SSP gehen. Unter Maps. Und dann FTB Normal. Oder FTB Incendi oder so runterladen. Und dann startet ihr einfach das Feed the Beast Pack. Und dann habt ihr die Map einfach schon installiert. Findet auf Join und Let's Play. Oder wie
Was machen wir? Ich würde mal gucken. Stufen und müssen noch ein Kabel entfernen. Was ziemlich
dumm dafür sind. Naja. Klappt schon noch. Denn wir brauchen ein Cobblestone, das wir lernen müssen. Dann können wir das wieder hier einpacken. Und wieder in Cleanstone verwandeln. Jetzt packen wir die Pflastersteinstufen rein. Holen uns Kabel raus. Holz können wir auch mal reinpacken. Können wir nicht noch mehr Kabel holen. So. Aus dem Kabel machen wir wieder Steinstufen. Und das Holz holen wir uns gleich wieder. Wir haben das jetzt nur gemacht, damit wir es schneller machen können. So. Packen das wieder hier rein. Die EMC-Anzahl steigt immer um 64, wenn wir einen Stack reinpacken. Und damit können wir uns wieder Cobblestone holen. Packen wir wieder da rein. Und erstmal stellen wir die Truhe auf. Und reparieren hier alles. Mann, der Regen nervt. Aber ich will ja nicht cheaten. Unten ausmachen. Ihr könnt mir sagen, ob ihr sowas als cheaten betrachtet, wenn man Regen ausmacht. Oder, ja, das war's eigentlich. Man könnte natürlich auch Tag machen und alles. Aber dafür würde ich lieber ein Bett verwenden. Denn so viel cheaten möchte ich nicht. Vor allem nicht in Let's Plays. Das geht jetzt erstmal ein bisschen. Keine Angst, mache ich nicht die ganze Zeit. Später vollautomatisieren wir das. Wir brauchen jetzt nur ein paar EMC. Solange wir mindestens 3 Cobblestone auf Reserve haben, ist das kein Problem. So, packen wir das mal weg. Denn wir wollen uns zu dem Beast bauen. Erstmal einen breiten Weg. Den können wir dann noch dicker machen. Warum mit Half-Slabs? Erstmal, wir haben die doppelte Anzahl an Cobblestone, wenn wir sie in Half-Slabs umbasteln. Zweitens, keine Monster können spawnen. Und drittens, weil das auch Stufen sind da, also Mini-Blocks sind das. Aber sollen Stufen darstellen. So. Ups. Ja, das passiert. Müssen wir das mit Hand abbauen, weil unsere Dark Matter Pickaxe ja auf unserer Base ist. Und die will ich auch nicht so riskieren, indem ich die hier mit benutze. Denn die ist übelst wertvoll. Da sind wir. Where the story begins. Diese Mission müssen wir abschließen, damit wir diese allen freischalten. Hier wird dann angezeigt, welche wir freigeschaltet haben. Mann, wieso habe ich immer Frame-Einbrüche, wenn ich hier hingehe? Und die ultimative Mission ist das hier. 100 Millionen EU herstellen. 100 Millionen. Das muss man sich erstmal vorstellen. Ja, leider kann man nicht auf den HV-Transformer schauen. Naja. So. Mann, ich darf nicht immer so oft so sagen. Ich habe es eben schon wieder gesagt. Zweimal. Ihr könnt ja mal schreiben, wie oft ich in dieser Folge hier schon so gesagt habe. Aber wenn wir diesen Strang hier fertig haben, verabschiede ich mich jetzt mal von euch. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Wenn ihr meine Videos gut findet, teilt sie. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst mir ein Abo da. Tschüss Leute, bis zur nächsten Folge.